Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Feudal. Gleiche Aufnahmesession. Oh Gott, Kinder, ich habe schon wieder. Ich hatte eine kurze Pause gemacht und dann hat es sich irgendwie nicht abgegriffen und da bin ich ergriffen. Ich muss das irgendwie in einer ruhigen Minute, dass ich nicht mehr im Livestream machen muss, muss ich das nochmal nachvollziehen. Für die, die jetzt sagen, was hat der Minas für Probleme? Er streamt mit OBS Studio und nimmt das Ganze mit OBS auf, also dieser 0.6er-Version, die alte Version. Und, ja. Keine Ahnung, was ich da immer falsch mache, dass ich das nicht abgegriffen kriege. Die Scheiße hier, ich krieg die Frecke. Wir machen jetzt weiter mit Life is Feudal. So, so viel dazu. Wir sind mitten im Winter. Was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir müssen über den Winter kommen. Wir haben 1100 Obst, 1700 Gemüse. Fleisch erholt sich durch die Jäger, die wir hier hingebaut haben. Wir haben ja hier drüben einen hingebaut und wo war noch einer? Dort. Dort, genau. Die jagen fein. Der Fischbestand, weiß ich nicht, ob der sich praktisch über die Zeit vielleicht erholt. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend, um im Winter zu kommen. Hier arbeitet fleißig der Schneider. Der verarbeitet nämlich ordentlich Leder und Flachs für Klamotten. Beides, wir können ja mal hier auf... Komm, wir gehen mal hier auf 100. Lassen wir mal durchschneidern, wa? Und dann haben wir noch einen Werkzeugmacher. Da können wir auch zwei einsetzen. Wo ist denn eigentlich meine Statistik? Die ist ja viel wichtiger. Brauchen wir noch. So, komm, dann können wir hier noch einen einsetzen. Dann machen wir nämlich Werkzeuge. 60 Stück müssen dann erstmal reichen. Ich glaube, wenn wir dann am Limit sind, können wir die erstmal abziehen davon. Cool. Ah, was ein Stress. Und der Jäger könnte mal den Bären hier beseitigen. Gut, wir haben zwei Leute im Steinbruch. Ich würde sagen, wir nehmen einen aus dem Steinbruch raus und hauen ihn in die Lehmmine rein. Wie sieht es eigentlich aus in der Lehmmine? Wo ist er denn? Mit dem Schneegestöber siehst du gar nichts hier unten. Oh ja, da haben wir noch ordentlich drin. So, unser nächstes Ziel für unser kleines Dorf, bevor wir überhaupt weitere Anwohner machen, ist ein Krankenhaus. Da fehlt uns noch ordentlich Holz und ordentlich Erz. Dann wird das nächste Ziel kein Krankenhaus sein, sondern... hacken die zwei noch Holz? Ja. Sondern eine Erzmine. Da schauen wir doch gleich mal nach, was brauchen wir für die Erzmine. Jetzt haben wir im Winter ja Zeit, wir haben Arbeiter über... Die können wir hier reinsetzen. Wo haben wir denn? Nein. Dem hier. Diese. Nein, auch nicht. Diese? Diese. Das Bergwerk wird es sein. So, komm, jetzt gib mir mal einen schönen Sweet Spot. Oh, das sieht gut aus hier drüben. Das ist natürlich relativ weit draußen. Hier. Mitten auf dem Feld. Ich weiß, dass ich nicht bauen kann, aber ich kann leider auch nicht sehen. Tausend. Das ist echt wenig, ne? 2700. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Was, wie sie... Oh! 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 Das ist ja fein. Wie rum müssen wir denn? So rum müssen wir. 4200. Das ist ja gut. Ja, dann hat sich... Was? 510 Holz? Warte mal. Okay, dann müssen wir erstmal Holz besorgen, bevor ich da an eine Erzmine denke. Ach du Kacki. Ach du Kacki, das ist aber eine ganze Menge da. Okay, dann können wir die Bauarbeiter eigentlich mal abziehen und die sammeln dann nämlich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Wesentlich mehr Holz. Oh Gott. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Okay. Du. Du? Du bist schon markiert? Du kommst noch weg? Du kommst weg. Weißt du, warum die, glaube ich, alle da unten nicht hinkommen? Weil ich hier oben so einen riesen Bereich markiert habe. Ich lasse das mal hier so weg. So. Dann laufen die nicht kilometerweit. Weil ich glaube, hier habe ich auch sowas wie Gras markiert, ne? Das brauche ich im Moment ja nicht wirklich.
Ja. Das wird nämlich noch eine Zeit lang dauern, bis die hier oben fertig sind. So. Lass mal das nochmal weg. Den Püschel. So müsste das schon schneller gehen. Weg. Was habe ich denn hier alles markiert, ich Profi? Okay, okay, okay. Ein Baby wurde geboren. Ah ja, er ist davor gestorben. Ach, Lehmstecher war ja tot, richtig. Das ist praktisch Reinkarnation für den Lehmstecher. So, jetzt müssen die aber abbauen. Kann ich nicht irgendwie priorisieren? Wir brauchen ja auf jeden Fall Holz. Lass das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, komm. So, fast forward. Oh, Ende des Winters sind wir schon, da müssen wir langsam machen. Okay, Ende des Winters. Ich glaube, ich muss das gleich langsam machen. Ah, jetzt wird Holz abgebaut. Oh, starb an Altersschwäche. Oh nein, Jäger Helena ist tot. Wir können ja mal hier priorisieren, hier vorne. Vielleicht ist ja das mit dem Abbau möglich. So, ich muss das gleich mal langsam machen. Minus 4 Grad. Und so viel Holz. Schauen wir mal, ob die das schaffen. Minus 3 Grad. Okay, Ende des Winters. Komm, zieh das durch. So. Twitch macht schon wieder Probleme, sehe ich im Hintergrund. Okay, das ist schade. Okay. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Die Sonne ist doch viereckig, oder? So ein Busy. Ende des Winters, minus 3. Ich muss reagieren, wenn das hier, wenn die Temperatur wieder steigt. Oh nein, der nächste Fischer ist gestorben. Meine erste Generation stirbt gerade. Moment, wie kann denn der Fischer sterben, wenn jetzt schon wieder 6 eingestellt sind? Sehr schräg. Fischer brennen, starb an Altersschwäche. Okay. Vorfrühling. Minus 6 haben wir aber noch. Minus 6 immer noch. Wir machen hier mal Warp 2, langt auch. Wie viel haben wir denn hier? Werkzeuge haben wir 58. Was hat denn das eingestellt? Auf 60. Komm, dann ziehen wir die ab. Den lassen wir hier durchschneidern, würde ich sagen. Können wir schon wieder Sammler einsetzen? Ne, noch nicht ganz. Immer noch Minus gerade, okay. War doch vorher auch anders. Ich meine, dass die sogar vorzeitig... Immer Weizen. Nö, geht noch nicht. Okay, Minus gerade. Ist alles Minus, gell? 0, 0, 0. Hier die Temperatur meine ich. 0, okay. Okay, okay, okay. Okay.
Die Bäume haben sie auch so gut wie... Nee, die haben sie immer noch nicht weg. Okay, warte mal. Dann ziehen wir die Bäume. Den hier noch weg. Was ist denn eigentlich hier? Kriegen die das hin? Was hat denn der eigentlich für ein Range? Bis hier hoch. Aha. Okay, dann müsst ihr aber auch den Baum hier mal wegmachen. Minus 4 Grad immer noch. Zack, da wird der Bär weggemacht. Sehr gut. Machen wir Warp 5. Bis die Temperatur hier steigt. Minus 4. Gut, 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 gut. Und dringend Holz, das kann ja nicht sein. Minus 5 immer noch. Vorfrühling. Vorfrühling. Frühling. Minus 5. Wie lange brauchen die denn? Los, wird warm, Wetter. Immer noch. Der Sammler ist mein Indikator. So, den. Jetzt wird der Große rumgehackt. Der dürfte ordentlich Holz bringen. Den. Du und du. Na? So. Minus 2 immer noch. Frühling, minus 1. So, jetzt gehen wir auf Hop 2. Immer noch nicht. Minus. Komm, mach 0. Das ist die globale Erderwärmung. Oder, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, du bist Werkzeuge 60, das langt auf jeden Fall. Der soll mal schön weiterschneidern hier. Wir haben so viel Material auf Tasche. Null, sehr geil. Okay. Noch ein Sammler. Dann fangen wir mal an. Weizen. Du eins. Du eins. Achso, haben wir nicht. Wir müssen Leute abziehen und zwar 300 Lehm, ja. Und dann ziehen wir den hier ab. Ich ziehe nochmal zwei Jäger ab. Eins. Na Quatsch. So. Drei. Vier. Fünf. Da müssen viel mehr drauf. Wo habe ich die denn eingesetzt? Stein können wir uns abziehen. Dann haben wir hier zumindest zwei. Braucht ihr aber auch den Obstfeldern auch noch. So, wir ziehen nochmal die Jäger ab. Setzen hier einen ein. Wo ist die nächste Jägerhütte? Dort einen. Dort einen und nochmal im Dorfzentrum einen. Mehr haben wir doch nicht, oder? Ich glaube, das war's. Gut, und jetzt können wir die auf den Feldern einsetzen. Du ein. Du ein. Dann setzen wir hier direkt zwei ein. Und zwei sind uns ja gestorben, ja. So, die Fischer lassen wir mal fischen. Wir haben zwei Bäcker im Einsatz. Die aber nicht arbeiten können, weil das Zeug nicht fertig ist. Die kann ich abziehen. Dann kriegst du noch einen dazu. Jetzt haben wir die Felder voll besetzt. Immer blöd, dass man das so hin und her managen muss, ne? Finde ich jetzt irgendwie so. Was haben wir drei, oder? Den mitten im Dorf, der die Bäume wegmacht. Der ist eigentlich Quatsch, oder? Das ist eigentlich Blödsinn. Da könnte ich noch ein Haus hinsetzen später. Oder? Passt da noch ein Haus hin? Kann ich gerade so. Oder ein großes Haus. Vielleicht das Krankenhaus. Mal gucken.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Was braucht das Krankenhaus an Holz? Auch 450. Boah, ey. Wie viel Erz brauchen wir? Aha, das hätten wir jetzt. Uns fehlt nur das Holz. Ich glaube, das nächste Ziel ist echt das Krankenhaus. Ist das hier dazwischen? Hier so? Nö. Nö. Nicht wirklich. Die Jägerhütte. Das könnte hier hinpassen. Müssen wir das hier aber flatten. Ich glaube, langfristig werden wir uns mit den Häusern in diese Richtung begeben, weil da einfach mehr Platz ist. Dann setzen wir das Krankenhaus hier hin. Okay. So. Was ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. Kann ich überhaupt? Kann ich das überhaupt flatten hier vorne? Ja. Das geht. Ich glaube, ich flatte jetzt so viel wie möglich, um hier einfach Platz zu haben. Schauen wir mal. Werden wir das hier einebnen. Und dann können wir da das Krankenhaus später hinsetzen. Bin auch gespannt. Mal gucken. Wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Wie viel haben wir denn zum Bauen? Überhaupt niemand. Gut, dann du. Hier steht der Wasserspiegel, das fällt mir jetzt erst auf. Hier ist wahrscheinlich mehr drunter. So. Ja, übrigens wird das die letzte Folge für heute sein. Denn wir haben jetzt eigentlich genügend Folgen aufgenommen. Außerdem macht im Hintergrund der Stream Probleme und dann kann ich mich auch alleine hinsetzen. Das macht ja auch keinen Sinn. Das wäre nicht das Prinzip eines Live-Let's Plays. So, Steine haben wir genügend. Lehm haben wir genügend. Wie viel Erze wollen wir nochmal? Krankenhaus-Hype? Holz brauchen wir. Alles klar. Holz fehlt. Jäger haben wir eingesetzt. Wieso dann eigentlich nur 4? 1, 2, 3, 4. Wir haben nur 4, ne? 1. Irgendwo hier vorne. 2, 3, 4 Jäger. Ja, haben wir da ein Minimum. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt abwarten, dass sie die Dinger abbauen. Vielleicht können wir ja Leute weniger einsetzen. Die auf den Feldern... Den Schneider können wir jetzt mal abziehen. Oder? Lass mal den, lass mal durchlaufen. Hier ein Holzfäller, oder? Ja, ziehen wir hier einen ab. Und, zwei Sammler müssen wir schon einsetzen. Es geht ja nicht anders. Förster brauchen wir auch 3, der Holzkarte brauchen wir 3. Also langfristig brauchen wir einfach mehr Leute, weil sonst sind die ganzen Positionen nicht gescheit besetzt und dann ist auch irgendwie doof. So, ich setze mal hier den Bauarbeiter ein. Ist das schon geflattet? Ne, niemals. Machen wir mal auf Warp 5, vielleicht kommt da jemand noch vorbei. Vielleicht können wir das auch priorisieren hier vorne. Kriegen wir es ja so hin. Ah, Landschaftsbau, jetzt sieht man das auch. Kann ich mir nicht so einen Bauarbeiter schnappen? Da wird schon gemacht, okay. Okay. Da wird der letzte Baum gehackt und danach müsste geflättet werden. Ich glaube, das ist die letzte Amtshandlung für heute. Amtshandlung. Oh, macht das irgendwann plöpp und ist nach oben oder was? So, wo bleibt der Bauarbeiter? Automatisch wird gespeichert. Was 21 könnten daran bauen? Okay.
Okay. Oh. Komm, noch zwei Viertel, dann haben wir's. Geht auf jeden Fall länger, schneller als in Life is Futile. Your own. Komm, zieh durch. Wir sind schon im Frühling. Komm, den letzten Fitzel! Zieh durch! Wer braucht das denn, diese Fläche? Da musst du ja echt vorplanen, wenn du so viel Platz brauchst. Komm. Bitte! Warum Bauarbeiter? Ich drehe sonst durch. Los, mach fertig. Jetzt. Nein, immer noch ein Viertel. Ja, und nochmal. Boah, voll die Senke hier vorne am Weg. Oh, da hat sich jemand dran festgehalten. Bitte, mach das jetzt fertig. Mach das fertig. Zum Ende der Folge will ich das so abschließen hier. Ja, weiter. Weiter. Retten Sie. Sieht doch schon ganz gut aus. Ja, da tut sich was. Ach, das kann nicht sein. Die brauchen ja ewig. Vor allem, was hier mit dem Weg passiert ist, ne? Das ist ja echt hart. Gehen voll und fertig? Fertig! Jawoll! Warp 1. Gucken, ob das Krankenhaus hinpaust. Passt. Und das machen wir dann. Hier, ernst. Ah, da. Ja. Sehr gut. Das Krankenhaus am. Fallen die erstmal runter und brechen sich direkt die Beine. Vielleicht bauen wir das auch so. So hin. Und dann machen wir lieber einen Weg noch daran. Ne? Bauen wir vielleicht so. Mal gucken. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich find's gut. Wir haben geflattet. Und sind am Ende einer Folge. Die Senke müssen wir auch noch austarieren hier. Das ist ja... Siehst du niemand mehr, wenn er da vorbeigeht. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von Life is Futile. Es geht demnächst weiter. Wieder im Live-Let's Play und dann hoffentlich mit funktionierendem Chat. Stream, natürlich. So. Screenshot-Hype. So verabschiede ich mich aus dieser Folge. Platz schaffen. Da geht auch der Screenshot wieder. Also, bis zur nächsten Folge von Life is Futile. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.